Thank you.
So. Weiter geht's. Das ist dieselbe Tür. Verfolgen Ihre Geheimnisse Sie? Wollen Sie sie loswerden, aber etwas hindert Sie daran. Kommen Sie zurück, Kit. Erledigen Sie Ihren Job. Nein, nicht! Bleiben Sie weg von mir! Hören Sie auf, wegzurennen. Ist es vorbei? Bin ich zurück? Agent Kidman. Ach, Kapitel 3 heißt es dann hier. Okay. Sind wir wach? Hey, was ist hier los? Wo sind wir hier? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Soll das ein Scherz sein? Die reinste Zeitverschwendung.
Die Gesellschaft geht zugrunde. Die Menschen leiden. Ohne jede Hoffnung. Genau wie sie, bevor wir sie gerettet haben. Mobius kann das nun für alle Menschen tun. Der Stem ist eine Maschine, die das Unterbewusstsein der Menschen miteinander verbindet. Und wer auch immer im Zentrum ist, hat die Macht, sie zu beeinflussen. Es gibt kein besseres Instrument, um die Welt zu verändern, sie zu beherrschen. Die Gesellschaft braucht Hilfe. Und genau die bringt Mobius. Und mit ihr ein neues Zeitalter der Menschheit. Okay. So, hier habe ich ja falsch dann. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Ja, aber wenn Ruhwig mit ihm geht, es muss einen Weg geben, ihn aufzuhalten. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Dass du da draußen bist. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Und woher weiß er von Ruhwig? Trotz unserer Gönner wird es bei so vielen Kollateralschäden nur eine Frage der Zeit sein, bis die Leute unangenehme Fragen stellen. Das KCPD war schon hier. Eine Polizistin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wie auch immer, mit der Polizei sollte ich besser nichts zu tun haben. Mobius meinte, man würde dafür sorgen, dass das KCPD uns in Ruhe lässt. Und dann ist da noch dieser Reporter von der Crimson Post. Ivan irgendwas. Er ist wirklich lästig. Er taugt eigentlich nicht mal zum Klatschreporter. Schreibt Geschichten über Kirchenopfer und solchen Unfug. Aber bei den verschwundenen Patienten lässt er nicht locker. Aber ich werde nicht zulassen, dass er Beacon zugrunde richtet. Ruben könnte vermutlich auch bei diesem Problem von Nutzen sein. Vielleicht hat der Reporter ja Interesse an einem Exklusivinterview. Wenn ich noch hier bin, dann ist er sicher auch noch. Hm.
werde dich benutzen. Sebastian, er muss gerade woanders sein. Verdammt, er hat mit all dem nichts zu tun. Aber 174. Separat, also ist das egal. Okay. Ja, weil hier ist nichts zu sehen. Hier manch auch nicht. Nicht. Was das wirklich ist. Ich will auf die 7-4. Okay, das ist so nicht. Theoretisch wäre es zwar möglich, dass ein Wirt einen Nutzer mit sich überschreibt, aber es ist fast unmöglich, dass sie kompatibel sind. Aber der Junge, Leslie, Sie glauben, er ist kompatibel. Sie wussten, wozu Leslie fähig ist. Verdammt, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Hier ein Stem-Terminal. Im untersten Geschoss. Wenn Leslie auch hier drin ist, ist er bestimmt dorthin gegangen. Vielleicht komme ich so hier raus. Thank you.
Strom komme ich nicht durch. Ich muss die Stromversorgung einschalten. Nicht sehen. Leuchtstäbe. Besser als nichts, schätze ich. Wo soll eine Leiter? Thank you.
muss man den Strom wieder einschalten können. Hallo. Zu warten. Man soll es nicht warten, sondern speichern. War zwar brillant, aber auch wahnsinnig. Ein moralischer Kompromiss unsererseits. Er schien hochmotiviert,
besessen von Rache an etwas Unbestimmtem. Wir fanden heraus, was er im Geheimen tat. Foltern, eine Vorliebe für Fallen, ein Serienmörder, der sich als Wissenschaftler ausgab. Verhält sich viel zu aggressiv und seine Versuche werden immer abartiger. Da Vinci hat für seine anatomischen Forschungen Leichen seziert, aber was Ruben tut, geht viel weiter. Seine Subjekte sollen mitbekommen, dass er sie seziert, um ihre Reaktion festzuhalten. Er ist eher ein Schlachter als ein Künstler, aber vor allem müssen wir Wissenschaftler sein. Ich habe ihm früh beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich konnte nicht ahnen, wohin das bei ihm führen würde. Mobius hat von ihm erfahren, weil ich unachtsam war. Ich habe sie gebeten, ihn an Bord zu holen, damit er mir hilft. Eine bessere Einrichtung und mehr Unterstützung helfen ihm vielleicht, seine grausamen Neigungen in Schach zu halten. Diese Maschine wurde für mich geschaffen. Leute wie Sie, Sie haben mir mein Leben gestohlen, mich zu einem Monster gemacht. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Ich kann endlich mein Leben leben. Wir sind nachsichtig. Für das, was Sie uns geben können, sind wir bereit, bestimmte Eigenheiten zu ignorieren. Aber übertreiben Sie es nicht. Unser Personal und unsere Ressourcen dienen nicht Ihren erbärmlichen Fantasien. Machen Sie die Kalibrierung der Maschine rückgängig, sodass wir sie ohne Sie nutzen können. Und was, wenn ich Nein sage? Glauben Sie, Jimenez kriegt das hin? Sie brauchen mich. Ganz einfach. Ruvik? Nein. Ruben. Hier hat er seine Forschung durchgeführt. Wir haben ihn nur benutzt. Und er war sicher nicht der Erste. Nein, 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 nein
Nein. Für sowas. System ist bereit. Na, ich bin wieder gesprintet, ich Idiot. Nein. Idiot. Okay, das kann ich jetzt. Zack. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ich habe keine Zeit für sowas.
da ist es wieder. Mit dieser Musik möchten wir Ihre Wartezeit verkürzen. Soll das ein Witz sein? Komm schon. Ich glaube, ich bin fürs Erste in Sicherheit. Wenn das Ding nicht fährt. Was zum... weg. Emotional werden, Jimenez. Er hat sich das selbst zuzuschreiben. Er hatte seine Chance. Wo ist er? Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, er ist nebenan. Kommen Sie. Sehen Sie selbst.
Okay, aber wo tippe ich denn jetzt? Kram von unten ein. Für seine Forschung missbraucht hat. Die Ironie des Ganzen ist amüsant. Denn offensichtlich war ihre Forschung erfolgreich. Das heißt, STEM funktioniert. Weitere Experimente sind möglich. Und wir brauchen mehr denn je ihre Hilfe. Dieses ganze Projekt. Von Anfang an war es eine einzige Täuschung. Hirneinschein, so, dann die drei, also das aus, die drei, hier sehen Sie einen der ersten STEM-Prototypen. Es benötigt eine physische Verbindung zwischen Nutzer und Wirt. Aber in Beacon gibt es eine neuere Version mit Funktransmitter. Der Nutzer hört nur ein helles Pfeifen, dann steht die Verbindung. Wir wissen, dass Jimenez unerlaubte Tests durchführen will. Aber die Tests sollen nach unseren Maßgaben laufen. Das Geräusch im Streifenwagen, da muss Jimenez es aktiviert haben. Joseph, Sebastian, Oscar. Sie wurden mit mir reingezogen. Damon Beacon. Dort hat alles angefangen. Also muss es dort auch einen Weg aus dieser Welt herausgeben.
Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Vor allem für Sie, Kid. Sie stellen zu viele Fragen, ignorieren Ihre Mission. Drücken sich vor Verantwortung. So wie Sie das immer tun. Nein, das stimmt nicht. Sie kennen mich nicht. Das ist offensichtlich. Doch wir müssen sicher gehen, dass Sie Ihre Aufgabe erfüllen. Sie lügen mich an. Verheimlichen Dinge. Ich kann Ihnen nicht trauen. Nicht so. Sie müssen uns gar nicht trauen. Nur gehorchen. Gut. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ach, Leiter. Aber ich mache jetzt, glaube ich, Schluss. Gerade gespeichert. Sie wurden Ihrem Team nicht zufällig zugeteilt. Castellanos, Oda. Sie wissen nichts, aber Sie suchen nach Antworten. Sie meinen, Sie suchen uns? Einen von uns. Aber das ist unsere Chance, sie zu beseitigen. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Die Polizeistation. Warum bin ich hier?
Nee, definitiv so. Finden ihn jetzt hier. Penn hier weg. Hab ja oben auf der Leiter gespeichert.